Moin, Johannes hier. Many Ways, wie ihr auch im Titelbild lesen könnt. Und ich spiele eine Partie Schach gegen Schnarchmatt. Schöner Username erstmal. Und er versucht mich hier mit E3 zu verwirren. Dann verwirre ich doch direkt mal zurück. Von der Wertungszahl her ist er leichter Favorit. Ich habe heute mal wieder das 3D-Brett eingestellt und ich wünsche mir immer noch, dass man das kippen könnte. Also die Figuren sind schön, der 3D-Effekt ist cool, aber wenn man es, ich bräuchte es in der Originalneigung quasi, also so keine Ahnung, 30 Grad zu meiner Sichtachse geneigt. Das kriege ich hier aber mit Lichess leider noch nicht hin. Tja, ich will eigentlich die beiden Springervorstöße nicht haben, weil mir F7 so unschön vorkommt, aber F6 ist natürlich eine Einladung, hier hinten meinen Königsflügel mit seinem Läufer zu zerstören. Ich hätte eigentlich auch gerne hier den Springer rausgenommen, aber dann kommt die Dame und zeigt sehr verdächtig Richtung Turm. Gut. B5 möchte ich mal für mich sichern. Eventuell auch, ups, um das selbst mit dem Bauern hinvorzustoßen. Wir haben 5 Minuten Bedenkzeit, 3 Sekunden pro Zug on top. Und wahrscheinlich liegt es daran, dass ich schon so alt bin, dass mich dieses Inkrement einfach immer noch so ein kleines bisschen irritiert, weil ich es von jeher oder von meiner, ja, schachlichen Tradition her sozusagen gewöhnt bin, dass man sich seine Bedenkzeit halt im Gesamten einteilen muss. Und hier bei der Inkrement-Variante habe ich natürlich die Möglichkeit, erstens sogar ein bisschen Zeit dazu zu gewinnen, wenn ich über die Zeit schnelle Züge mache in einfachen Spielsituationen. Und vor allem eben halt die Komplexität der Stellung nochmal wesentlicher ist, weil ich durch mehr Züge mehr Zeit auf die Uhr bekomme. Was ist das Geheimnis hinter Läufer schlägt G2? Ich vermute einfach mal keins. Oft ist es ja sowas wie Turm G1 und dann fällt gegenüber der andere Bauer, aber der ist in dem Fall noch gedeckt, weil ich mich so schlecht entwickelt habe. Mein schwarzfeldriger Läufer ist eben noch da. Da, wo er am Anfang der Partie stand. Ich habe leichten Zeitvorteil. Habe allerdings meine Entwicklung noch nicht vervollständigt. Mit dem Springer komme ich hier außen nicht voran und muss jetzt wahrscheinlich aufpassen. Der Vorstoß hier könnte daran scheitern, dass mein Turm hinten hing. Das heißt, wenn ich, gehe mal einen Zug zurück, wenn ich hier jetzt B5 gespielt hätte, kann er mit dem Läufer einfach schlagen und ich kann mit dem Bauern nicht zurückschlagen, weil der quasi gefesselt ist, um den hinter ihm stehenden ungeschützten Turm zu sichern. Hier ist mein Springer glücklicherweise mehrfach gedeckt, vom eigenen Springer, von der Dame und vom König, sodass sein Angriff hier hoffentlich erstmal versandet. Und jetzt droht auch B5, weil die Dame jetzt durch diesen Springerzug, Multipurpose Move, sagt der Engländer dann, Mehrzweckzug. Und welches ist denn bitte das schönere Wort oder die schönere Formulierung? Multipurpose Move oder Mehrzweckzug? Das klingt schon sehr deutsch, wahrscheinlich vor allem für nicht-deutsche Ohren. Der Zugzwang, der übrigens eine ähnliche Masse von Zs im Namen hat, der hat es ja im Schach ins Englische geschafft, in den Sprachgebrauch. Der Mehrzweckzug noch nicht. Ich glaube, ich will erstmal die Dame hier befragen und dann mir überlegen, ob und wie ich den Läufer hinten retten will auf G2. Gibt ja viele Figuren, die auf weißer Seite auch angegriffen sind und die möglicherweise dann
interessant genug sein könnten, dass ich ihn wiederum meinen Läufer auf G2 schlagen lasse. Also unsere erste Partie gegeneinander. Mir wäre, als hätte ich Schnarchmatt irgendwie schon öfter gegenüber gesessen. Möglicherweise in einer der Many Ways Play Arenen. Nee, das hätte Lichess ja auch mitbekommen. Dann habe ich ihn nur irgendwie als lustigen Username gespeichert. Vielleicht hat er auf YouTube kommentiert. Ich krieg's nicht mehr zusammen, aber ist jetzt ja auch erstmal nicht so wichtig. Wichtig ist hier, die Partie gegen ihn zu gewinnen. Tja, wo kann der Läufer schön hin, der Weißfeldrige? Er könnte jetzt wieder ganz zurück nach B7. Und vielleicht ist das auch das Sinnvollste. Ich habe immer noch etliche Figuren unter Druck. Vielleicht könnte Weiß so bald wie möglich lange rochieren und dann wieder eine einigermaßen vernünftige Königsstellung aufbauen. Das wäre wahrscheinlich mein Trachten, wenn ich jetzt mich um Weiß kümmern müsste. Und ein bisschen muss man sich um seinen Gegner ja auch immer kümmern, weil man dessen Plänen ja begegnen muss. Ah, den Springer rausnehmen? Ich weiß nicht. Erzeuge ich mir da nicht ein neues Problem? Ich möchte dann Springer D7 spielen. Den Bauern angreifen und ich sehe im Moment auf den ersten Blick nicht, wie er ihn decken soll. Turm her, scheitert an der Dame. Der schwarzfeldige Läufer ist eingebaut. Die Dame steht auf einem weißen Feld, das heißt, es gäbe nur wenige Möglichkeiten, da sinnvoll hinzukommen. Aber, ha! F4, ihr habt es alle die ganze Zeit gesehen. Sagt doch was. Ich habe es natürlich übersehen. Das ist das, was ich an diesen Live-Aufnahmen schätze. Man kann dann eben nachweisen, anders als bei Schiller, wo man heute das Buch liest und dann glauben muss, dass der da was ganz, ganz Kunstvolles gemacht hat. Ihr könnt jetzt nachweisen, dass ich das halt einfach nicht gesehen habe und dass es kein tiefergehender Plan war, dass ich da nicht alle Züge durchgerechnet habe bis zum Ende der Zeit. Das ermöglichen diese Videos und wenn sie euch gefallen, dürft ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr dürft natürlich auch immer abonnieren. Das ist kurzer Werbeblock. Immer eine Möglichkeit. Wir stehen bei, oder ich stehe bei 975 Abonnenten ungefähr. Das heißt, es fehlen 25, um für YouTube auch die Monetarisierung wieder zu ermöglichen. Kann man ja auch mal ganz offen drüber sprechen. Von daher zurück zum Spiel. Wenn ihr einen Sack Freunde irgendwo zu Hause habt, lasst ihn raus und lasst ihn meinen Kanal abonnieren. Gut, Schnarchmatt hat noch eine Minute. Ich habe ein bisschen mehr Zeit. Die Frage ist, habe ich irgendwas davon? Neue Idee, Springer vertreiben, der übrigens keine so wahnsinnig schönen Felder hat. Offensiv zumindest ist da nichts zu machen. Und dann Läufer nach E4. Um seine Dame dann wiederum in Nöte zu bringen. Also so ein bisschen der Versuch, Weiß jetzt zum Rückentwickeln zu bringen, auch die lange Rochade übrigens zu verhindern, wenn der Springer nach hinten gezogen wäre auf die Grundreihe. Das macht er nicht. Idee ist das, aber da kriege ich wahrscheinlich Dame nach C4. Und dann tauschen wir Läufer gegen Springer. Heißt nicht so wahnsinnig attraktiv. Ne? Wenn ich mit dem Springer hierher ziehe. Wenn ich hier schlage, kriege ich das Schach und dann. Dann C6. Wahrscheinlich. Macht zwar den Läufer hier erstmal ein bisschen immobil, ein bisschen komisch und verliert einen Bauern. Verliert einen Bauern. Verliert es den wirklich? Dame hierher sieht recht attraktiv aus. Das mache ich und schlage dann mit dem König, gebe meine Rochade auf. Das ist nicht so dramatisch. In der Stellung zumindest. Und die Dame steht hier gut, um die relevanten Bauern unter Beschuss zu nehmen. Er deckt sie beide mit dem Zug, der dafür nötig ist. Ups, Damentausch.
ist angeregt und die Frage ist, kann ich dem widerstehen? Ich kann es zumindest mal probieren. So, da bin ich hoffentlich wieder. Ihr seht gerade, wie die Partie unterbrochen ist. Ich hoffe, ich habe jetzt meine Verbindung hier nicht verloren. Das wäre äußerst unangenehm. Sieht eigentlich gut aus. Da bin ich auch wieder. So, jetzt ist aber die Zeit knapp geworden. Ich wollte hier rüberziehen. Der Bauer ist nicht in Gefahr. Ein bisschen schneller muss ich jetzt leider ziehen. Obwohl ich eigentlich gar keine so schlechte Stellung hatte. Und ihr habt jetzt zumindest auch den Beweis on tape, dass ich technische Probleme hatte. Aber hilft ja nichts. Mitleid kriege ich trotzdem keins. Hier bin ich schön doppelt drauf. Die Dame deckt, das ist wichtig. Die Frage ist noch, ob es ein guter Zug ist auf Dauer. Ob mich das also wirklich weiterbringt. Abtausch, Material ist ähnlich. Oh! Das ist ja kein Abtausch. Vergesst, was ich gesagt habe. War es eine Partie schon wieder. Eigentlich gut bis dahin, aber das hat mich jetzt dann doch scheinbar aus dem Konzept gebracht. Ach, ist das ärgerlich. Schach. Kriege ich da was zustande? Wahrscheinlich nicht, aber probieren. Probieren kann man es ja mal. Muss man es auch. Hierher, vielleicht hilft F6 noch. Dame F6, aber es dringt nicht durch. Oh, es dringt schon ganz gut durch. Das ist halt einfach Matt in 1, oder? Ja, ist Matt in 1. Glückwunsch, lieber Schnarchmatt, liebes Schnarchmatt. Ah, schöne Partie. Eigentlich bis zu meinem wirklich dämlichen Fehler. Und ich hätte halt auch noch Zeitvorteil gehabt. Aber hätte Fahrradkette. Ihr wisst Bescheid. Ihr könnt mir helfen, indem ihr ein paar Freunden von Manyways erzählt und ein paar Abos, Kommentare, Herausforderungen dalasst. Dir, lieber Schnarchmatt, schon mal vielen Dank für die Partie. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ihr wisst, was zu tun ist. Ciao.